ETF-Sparplan oder ETF-Rentenversicherung? Was macht mehr Sinn? Wie genau sieht's aus? Darüber diskutiere ich mit Thomas von Finanzfluss. Servus, hallo bei Versicherungen mit Kopf. Erst verstehen, dann versichern. Mein Name ist Bastian und heute mit dabei Thomas von Finanzfluss, dem größten Finanzkanal hier auf YouTube. Und wir besprechen jetzt wirklich mal oder wir diskutieren, vielleicht streiten wir uns sogar über das Thema ETF-Sparplan oder ETF-Rentenversicherung. Was genau macht wann Sinn? Was ist irgendwie vielleicht auch eher sinnlos? Welche Strategie hat Thomas? Welche Strategie habe ich? Und ich bin sehr gespannt auf das, was Thomas mir jetzt hier gleich erzählen wird. Servus Thomas, grüß dich, dass du am Start bist. Hallo, Grüße nach München. Vielleicht mal für alle, die dich nicht kennen sollten. Ich glaube, das werden nicht viele sein. Magst du ein, zwei Sätze mal noch zu dir, zu deiner Person, zu Finanzfluss loswerden, damit die Leute hier abgeholt werden? Ja, du hast ja schon super gut angekündigt. Also Finanzfluss ist derzeit der größte YouTube-Kanal zum Thema Finanzen im deutschsprachigen Raum. Wir machen das Ganze jetzt schon seit 5 Jahren. Also das Thema, es geht um das Thema finanzielle Bildung. Wir schauen uns verschiedenste Möglichkeiten an, Vermögen aufzubauen, unter anderem auch das Thema ETFs. Und deswegen freue ich mich, dass du mich eingeladen hast, dass wir heute mal das Thema besprechen. Genau, also ich finde das cool, weil ich komme ja so, ich komme aus der Versicherungsecke, ja, du kommst aus der Ecke, nimm deine Finanzen selbst in die Hand, nimm deine Altersvorsorge selbst in die Hand und du bekommst in deiner Community oft Fragen, ich bekomme in meiner Community oft Fragen, wir haben bei uns in den Beratungsgesprächen immer auch die Fragen, was macht denn jetzt mehr Sinn am Ende des Tages? Ja, mache ich jetzt einfach einen ETF-Sparplan, den ich irgendwie auf einen MSCI World draufsetze und dann lasse ich das halt durchlaufen, dann ist das meine Altersvorsorge. Oder gibt es vielleicht noch die Option, dass man das Ganze halt über eine Rentenversicherung laufen lässt, die zum Beispiel dann auch in den gleichen ETF rein investiert. Ich würde jetzt gleich mal direkt die Frage an dich weitergeben. Wo siehst du die Stärke von einem ETF-Sparplan? Also warum sollte man für das Thema Altersvorsorge und auch das Thema Vermögensaufbau, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf und wo ich da stehe, was das Thema Vermögensaufbau angeht. Wo siehst du da die Stärke von einem ETF-Sparplan? Ja, also erstens mal, ja, um das einfach mal so ein bisschen gegenüberzustellen, wenn du sagst, ich spare ETFs im Versicherungsmantel, vielleicht für all diejenigen, die jetzt nicht wissen genau, wie das funktioniert, ist halt, du schließt einfach eine Versicherung ab, eine Rentenversicherung, eine Lebensversicherung, das ist nicht dasselbe, ich würde es jetzt aber im Synonym benutzen. Mhm. Und das Geld wird dann nicht wie bei einer kapitalbildenden Rentenversicherung beim Versicherer angelegt und der kümmert sich quasi darum, die Rendite zu erwirtschaften, sondern das Geld wird dann in Fonds investiert. Und eine Fondskategorie, die es gibt, die dann derzeit immer populärer wird, sind ETFs. Und das haben auch Versicherer verstanden und die bieten jetzt mittlerweile auch vorgebundene Rentenversicherungen an, die in ETFs investieren. Also das jetzt nur mal zum Verständnis. So, jetzt gibt es beim Geldanlegen anders als jetzt, oder sagen wir es mal so, das Thema Vermögensaufbau und Versicherung sind für mich zwei Paar Schuhe, die man sehr getrennt voneinander betrachten muss. Wenn es um das Thema Vermögensaufbau geht, sollte man schauen, dass man sein Risiko reduziert und seine Rendite maximiert. Das sind so die zwei Parameter. Das kann man ja über verschiedene Stellschrauben machen, können wir gerne später genauer darauf eingehen. Und im Versicherungsbereich geht es darum, existenzielle Risiken abzudecken. Dazu zählt, und da haben wir ja schon drüber gesprochen, Basti, im Interview, zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder eine Krankenversicherung. Da geht es wirklich darum, mich gegen Risiken abzusichern. Da geht es nicht um Rendite, da geht es nicht um irgendwie einen großen Kapitalstock aufzubauen oder sonst irgendwas, sondern wirklich nur, ich bezahle dafür, dass die Versicherung mir dieses Risiko abnimmt. So. Und wenn wir jetzt halt von diesen vorgebundenen Rentenversicherungen sprechen, ist das Problem halt, dass halt diese beiden Dinge bis zu einem gewissen Grad ineinander greifen, weil so eine Rentenversicherung ist ja im Endeffekt so, ist ja quasi die Versicherungsseite und die ETFs sind die Kapitalbildungsseite. Und der Vorteil halt, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, von den ETFs, die jetzt rein ganz normal zu besparen über ein Depot, ist natürlich erstens mal die Kosten. Ich denke, da können wir gern drüber sprechen, aber das weißt du ja natürlich auch, dass die Kosten, wenn ich diese ETFs über einen Versicherungsmantel kaufe, deutlich höher sind. Also teilweise kostet mich das dann so mit Abschlussprovisionen allem drum und dran 2,5%, was ich halt plus die ETF-Kosten und was ich dann halt nicht habe. Das heißt, hiermit
wenn ich über einen Versicherungsmantel kaufe, stelle ich mich in der Regel, was Rendite angeht, schlechter. Gibt es natürlich noch Steuervorteile und solche Dinge, aber da bist du ja auch kein so gigantischer Fan von, können wir gleich mal diskutieren. Aber long story short, Vorteil von einem reinen ETF-Depot ist erstens mal die Flexibilität. Ich kann es von heute auf morgen quasi auflösen, was man nicht machen sollte. Du solltest nicht damit traden, aber du kommst halt schnell an dein Geld ran. Und die höhere Rendite dadurch, dass du halt mit einer deutlich geringeren Kostenbelastung rechnen kannst. Und vielleicht noch ein dritter Punkt ist, dass das Universum, was dir, also das Investitionsuniversum, was dir zur Verfügung steht, in der Regel größer ist, wenn du halt über einen normalen Broker gehst, als das, was man dir in deiner Versicherung anbieten kann. Hast du meistens ein bisschen eingegrenztes Produktportfolio. Ich hoffe, das waren die wichtigsten Punkte. Da hast du wichtige Punkte definitiv angesprochen, auch einige Punkte, die ich jetzt direkt aufgreifen möchte. Fangen wir an mit dem Punkt Risiko. Damit hast du ja auch angefangen. Dann, damit ich es nicht vergesse, gehen wir weiter auf den Punkt Kosten, ja? Ja. Mhm. Rendite in die Ecke rein. Ja. Ich glaube, das sind so zwei wichtige Ebenen oder Bereiche. Versicherung sichert ein Risiko ab. Exakt richtig, ja. Und das ist halt immer ein Risiko finanzieller Natur, sag mal so, wo die Versicherung dich für irgendwas kompensiert, wenn dieses Risiko halt eintritt. Und wie du richtig gesagt hast, ist dann eine vorgebundene Rentenversicherung, zum Beispiel auf ETF-Basis, so eine Kombination, so ein bisschen, ja, wo du die Renditewelt eines ETFs und die niedrigen Kosten etc. kombinierst mit der Absicherung eines Risikos. Und das Risiko, was da natürlich hier abgesichert wird, das nennt man im Fachjargon das Langlebigkeitsrisiko. Das heißt übersetzt, du und ich und wir alle wissen nicht, wann wir den Löffel abgeben werden. Wir wissen es einfach nicht, ja. Und eine Versicherung gibt dir dann eben diese Garantie, diese Sicherheit, dass sie dir sagt, wenn du das Geld bei uns anlegst und du später in Rente gehst, dann zahlen wir dir das so lange aus, wie du lebst. Und da ist es egal, ob du halt 75 wirst, 80, 90, 100, 120. Und das ist das Risiko, was hier eben mit abgesichert ist. Und das, und jetzt kommen wir vielleicht, schlagen wir so ein bisschen die Brücke, kostet. Also es ist richtig, wenn du sagst, dass ein ETF-Sparplan grundsätzlich in den meisten Fällen günstiger sein wird, weil du eben halt auch weniger, sag mal, du hast jetzt halt dieses Risiko, ist dann nicht abgesichert in einem ETF-Sparplan, deswegen kostet der einfach in dem Fall vielleicht auch ein bisschen weniger. Was du gerade als Beispiel genannt hast, 2,5% an Kosten, das ist zu teuer. Also wenn du jetzt das gerade hier zusiehst und hast irgendwie so ein Produkt oder bist kurz davor, eins abzuschließen, was auf ETF-Basis vielleicht sogar läuft, da stimmt was nicht. Also das wäre mir jetzt persönlich, als jemand, der auch natürlich solche Versicherungen irgendwo anbietet und die Anbieter kennt, das wäre zu teuer. Also das geht auch mal locker 1 Prozentpunkt weniger, ja, weil... Also und da wo, bin ich wieder in welcher bei dir. Größenordnung liegst du da? Also rein interessehalber? Bitte? In welcher Größenordnung liegst du da, rein interessenhalber? Also insgesamt, also Effektivkosten? Also es kommt natürlich immer so ein bisschen dann auf den Anbieter drauf an, aber so zwischen 1,2 und 1,5, das ist schon realistisch, wo du dann halt bei einem guten Anbieter bist, ja. Vielleicht können wir da noch ein paar Punkte mit dazu sagen, oder kann ich noch ein paar Punkte mit dazu sagen, was ist ein guter Anbieter? Ja, hoher garantierter Rentenfaktor ist ganz wichtig, weil dadurch errechnet sich dann später mal deine monatliche lebenslange Rente pro 10.000 Euro Kapital. Ja, und wenn der Rentenfaktor zum Beispiel 25 ist und du hast 100.000 Euro drinnen, dann hast du quasi 10.000 da drin, das heißt 10 mal 25, was der Rentenfaktor ist, 250 Euro Rente. Sehr vereinfacht ausgedrückt, nur dass man sich das vorstellen kann. Also das sind quasi das, was die Versicherung dir bei Vertragsabschluss zusichert. Ich gebe dir x 20 Euro, also meistens ist es ja in diesem Bereich zwischen 20 und 30 Euro pro 10.000 Euro Kapital monatlich. Ne? Also diese 26 genau. Euro oder so kriegst du monatliche Rente. Hm? Genau, ja, also sehr vereinfacht. Da kommen noch Überschüsse dann drauf, die vielleicht erwirtschaftet wurden zusätzlich vom Versicherer. Und genau, also finanzstark sollte der Versicherer halt sein, das sollte halt vielleicht nicht irgendwie, ich sag mal salopp, irgendein Startup sein von vorgestern, weil du wirst 40 Jahre vielleicht einzahlen, einfach mal als mal einen Zeitraum hergenommen und dann vielleicht nochmal 30 Jahre daraus Rente kassieren. Das ist ein sehr langer Horizont, also das muss dann schon irgendwo safe sein und das wären jetzt mal so die grundsätzlichen Faktoren, auf die man hier achten sollte. Wenn jetzt jemand, also Frage an dich, einfach weil es mich interessiert und weil es vielleicht auch meine Community interessiert, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich will, und vielleicht deckt sich da auch unsere Meinung, weil ich glaube, wir sind ja nicht komplett
unterschiedlicher Meinung. Wir reden ja nicht in allen Mal. Bereichen. Wenn es darum geht, für in irgendein Ziel, ja, Vermögensaufbau. Ich betreibe Vermögensaufbau für Ziel X über vielleicht 20 Jahre. Da würdest du ja auch einen ETF-Sparplan machen, oder? Tendenziell, vermute ich jetzt mal. Wenn du Vermögensaufbau über 20 Jahre, ja, genau. Ja, so. Und ich hatte gestern jetzt erst das Thema, kam jemand zu mir, wollte auch Vermögensaufbau betreiben und hat halt ein Angebot gehabt von der Rentenversicherung. Und da habe ich gesagt, ich würde das nicht so machen. Ich würde das tatsächlich so nicht machen, weil da einfach die Stärke, die eine Rentenversicherung hat, dann in manchen Bereichen nicht ausgespielt werden kann. Also das heißt, für mich ist als Privatperson Basti, aber als auch wie ich als Versicherungsmakler und Finanzfachwirt nach außen auftrete, macht das keinen Sinn für so einen Horizont, der dann doch relativ kurz ist und man wirklich nur den reinen Vermögensaufbau als Ziel hat, das Ganze in einem Versicherungsmantel zu machen, weil dann die Kosten zu viel Rendite kaputt machen. Also ich denke mal, das ist ein unumstößlicher Fakt, den man hier auch mit anführen muss, ganz einfach. Wie macht das deine Community? Sag mal es mal so, weil bei uns ist das in der Regel so, die Leute haben schon viele ETF-Sparpläne. Ich habe auch einen ETF-Sparplan, ja, ist ja in sehr vielen Bereichen sinnvoll. Wie geht das dann, also wenn die dann an Rente denken, wie sind dann so die Ideen, ja, wenn man dann halt, man fängt jetzt an mit 20 Jahren, macht diesen ETF-Sparplan, keine Ahnung, gucken die da jedes Jahr rein, schichten die das um, wie wird das perspektivisch dann gemacht, und vielleicht Zusatzfrage, wie gehen die damit um, wenn jetzt vielleicht auf einmal irgendwas passiert im Leben, ob das jetzt eine Krankheit ist oder keine Ahnung, wo sie selbst auf einmal nicht mehr in der Lage sind, das selbst zu bedienen, zu managen. Also was sind hier so die Optionen oder die Möglichkeiten, oder denken die Leute vielleicht teilweise gar nicht so weit damit hinten raus? Das würde mich mal interessieren. Okay, gut. Ich meine, das Stichwort hier an der Stelle ist ja das Thema Entsparen. Ne? Also du hast ja das Thema Entsparen und, oder ein bisschen professioneller ausgedrückt, Ablaufmanagement. Ne? Also du hast im Endeffekt hast du ja so dein Leben, kannst du ja quasi in so drei Phasen aufteilen. Erstens mal so die Kindheits- und Ausbildungsphase, dann fängst du an, Geld zu verdienen, dann ist die Investitionsphase, also die Ansparphase, wo du idealerweise auch so dein Einkommen hochschraubst und was auf die Seite legst, und dann irgendwann kommst du dann in den Ruhestand, wo du ja dann dein Erspartes verkonsumierst. Und da gibt es natürlich verschiedene Herangehensweisen. Ne? Du kannst natürlich sagen, okay, ich nehme jetzt mein Kapital, rechne selbst hoch, wie lange das reichen sollte, ne? Und sage zum Beispiel, okay, ich bin jetzt mit 65 in Rente gegangen, ich gehe mal davon aus, dass ich 85 werde. Sprich, ich rechne quasi runter, mein Kapital muss auf jeden Fall 20 Jahre lang halten. Da kommt natürlich jetzt das Thema Langlebigkeitsrisikoabsicherung dazu, was du ja gesagt hast. Ne? Eine Rentenversicherung würde dann auch weiter bezahlen, wenn ich das Pech habe, so bös auszudrücken, noch älter als 85 Jahre zu werden. Genau. Oder du sagst halt, ich mache halt rein aus den Dividenden oder aus den laufenden Erträgen raus. Das heißt, wenn ich dann das Glück hatte, langfristig oder mir ein Portfolio aufgebaut zu haben, was groß genug ist, dann kann ich halt gucken, okay, wie hoch sind die durchschnittlichen Ausschüttungsquoten? Zum Beispiel bei einem klassischen ETF sind wir da, also einem normalen Aktien-ETF, ne, der irgendwie breit gestreut ist, um die 2%. Dann kannst du natürlich noch sagen, okay, ich gehe eher auf Dividenden, dann bin ich irgendwo bei 4%, und wenn ich dann bei 4% bin, ich habe es eben mal kurz durchgerechnet, bin ich, glaube ich, auch so um die, das wären dann auch so ein Äquivalent von 29, 30 Euro pro 10.000 Euro an monatlicher Rente. Ne? Das heißt, wenn mein Kapitalstock groß genug ist, kann ich mir quasi diese unendliche Rente selbst bauen, ohne dass mein Kapital aufgebraucht wird. Das aber auch nur unter der Prämisse, einmal der Kapitalstock ist groß genug, dass dieses prozentuale Beispiel funktioniert. Das Beispiel mit den Dividenden, ich glaube, das hat jetzt einige auch in 2020 gemerkt. Dividenden sind halt können auch nicht werden, sicher. Darf man nicht und mit Zinsen verwechseln. Du bist dann aber auch in diesem Beispiel voll investiert, oder? Genau, also du kannst entweder voll investieren oder du machst eine Hybridlösung und sagst, ich schichte teilweise um. Es gibt da ja verschiedene Methoden. Ne? Also du kannst entweder sagen, direkt vor Rentenbeginn ziehe ich die Reißleine, so wie es eine Versicherung ja auch machen würde quasi das gesamte Portfolio auflösen und in Anleihen umschichten, oder wie du es zum Beispiel bei Fair und Co. hast. Oder
Ja, oder du sagst, ich bleibe weiter, je nachdem, wie groß dein Portfolio ist, ne, wenn du davon nicht abhängig bist und sagst, okay, meine Investitionsphase des letzten Euros, den ich zum Beispiel zwischen 65 und 85 habe, wird ja auch 20 Jahre lang investiert sein. Das heißt, mein Anlagehorizont ist da ja noch lang genug. Das ist dann halt so eine Präferenzfrage. Oder eine Alternative, die man natürlich auch machen kann, wäre zum Beispiel dann dein Portfolio aufzulösen, wenn du gerade in Rente gehst, also wenn du sagst, okay, jetzt werde ich 65, ich verkaufe mein gesamtes Portfolio und zahle es selbst in eine Rentenversicherung ein. So ein, ich glaube, du weißt besser, wie das heißt, in eine Sofortrente. Ein Einmalbeitrag. Genau. Und zahle es dann einmalig in die Versicherung ein, zahle dann auch meine entsprechenden Kosten und kriege dann halt meine Verrentung. Das heißt, ich muss ja nicht direkt in der Ansparphase schon in die Versicherung reingehen, oder? Also es funktioniert, was du gerade beschrieben hast mit dieser Versicherungslösung. Ich weiß jetzt nicht, ob das was ist, was ich empfehlen würde, weil wir halt dann mit Bedingungen, Konditionen der Zukunft arbeiten. In der Zukunft dann uns auseinandersetzen müssen. Und die können natürlich tendenziell super schlecht sein, ja. Und dann weiß ich halt nicht, ob das was ist. Also ich für meinen Teil, jetzt kommen wir vielleicht mal, du hast gerade schon angesprochen, Präferenzen. Mir wäre das zu unsicher. Also mir wäre das dann halt, wenn es hier um eine existenzielle Zukunft, also meine Existenz in der Zukunft quasi geht, wäre mir das zu unsicher, mich darauf dann zu verlassen, dass dann da die Rentenversicherungsbedingungen so sind, dass das dann für mich passt. Kleiner Funfact noch zu Fair gibt es in der Form nicht mehr. Die Marke haben sie ja eingestampft, aber ist mit Sicherheit noch viel im Begriff. Und jetzt stelle ich mir gerade mal vor, also ich für mich selbst, der sich ja auch auskennt mit Finanzen und habe das studiert und habe da Ahnung davon. Und wenn ich mir jetzt gerade mal so den 70-jährigen Basti vorstelle, ganz ehrlich, ich hätte einmal das Thema halt mit der Langlebigkeit, wo ich sage, das ist für mich halt echt ein Risiko, weil wenn ich jetzt dieses hohe Einmalkapital habe und dann muss ich mich ja damit auseinandersetzen, irgendwie in irgendeiner Art und Weise und muss festlegen, wie viel ich mir monatlich da auszahle und wie lange das wahrscheinlich halt dann reichen wird. Und ich kann diese Rechnung, ich habe mich mal hingesetzt, ich kann das nicht in der Form machen, ich kann das natürlich ausrechnen, aber ich habe da kein gutes Gefühl dabei, weil ich halt nicht weiß, ja, was ist, wenn dann ich halt doch noch länger lebe, wie du vorhin schon gesagt hast, dummerweise, ja. Man lebt noch und die Kohle ist irgendwie weg. Und dann bin ich halt schon wieder bei dem Thema, okay, Rentenversicherung, Langlebigkeitsrisiko, auch wenn das Kapital aufgebraucht wäre, das wissen ja viele nicht, zahlt die weiter. Und das rechnet sich natürlich halt dadurch, dass der ein oder andere halt dann halt nicht länger lebt, ja, und wieder andere lebt halt länger und dadurch rechnet sich das für die Versicherung am Ende des Tages. Klar, die wollen auch Geld verdienen, das ist vollkommen logisch. Und da geht es wieder um das Thema, wird halt ein Einzelrisiko abgesichert und die Gemeinschaft trägt das Ganze. Und auch das Ablaufmanagement, ja, dass das einfach gemacht wird, ja, dass dann du hackst das ein und dann weißt du, okay, keine Ahnung, 5 Jahre, bevor ich in Rente gehen will, schichten die das um in zum Beispiel, keine Ahnung, weniger volatile Märkte. Und dann bin ich hier safe und kann halt sicher sein, wenn da jetzt halt nochmal ein Crash kommt, dann ist nicht irgendwie dann 15-20% meines Kapitals, meine Altersvorsorge, weg. Unter all diesen Gesichtspunkten jetzt nochmal die Frage, es wird ja durchaus Leute geben, die dann sagen, okay, ja, das sind schon Punkte, die jetzt für mich vielleicht eine höhere Gewichtung haben am Ende des Tages als, und ich erfinde jetzt einfach mal eine Zahl, keine Ahnung, 1% mehr Rendite, ja, weil ein gewisser vielleicht Komfort erreicht wird, eine gewisse Sicherheit erreicht wird und es wird aber mit Sicherheit andere geben, die sagen, ist mir egal, ja, ich bin einfach ein anderer Typ, ja, ich möchte halt maximale Rendite. Und dann ziehe ich das später halt so durch, wie du das gerade beschrieben hast. Würdest du das auch so sehen? Oder hast du vielleicht noch den einen oder anderen Ansatzpunkt oder anderen Perspektive da drauf? Klar, ich meine, also wenn es hier um eine Existenz, um irgendwas Existenzbedrohendes geht, wo du halt sagst, okay, meine Rente ist nicht gesichert, außer durch diesen Sparplan, also außer den 50, 100, 200, 300 Euro, je nachdem wie viel das ist, die ich monatlich auf die Seite lege, dadurch will ich meine Rente absichern, das ist mein Ziel. Und wenn das Geld, was dort zusammengespart wird, nicht reichen sollte, um mein komplettes Leben lang quasi durchzufinanzieren, dann habe ich ein Problem.
dann würde ich natürlich sagen, ja okay, dann warum dieses Risiko nicht absichern? Dann würde ich aber wirklich auch gucken, dass ich möglichst kostengünstig das Ganze habe. Ich habe mir mal so ein paar Policen angeguckt im Vergleich, also je nachdem, ob du jetzt eine Netto-Police nimmst oder nicht, kannst du da schon auf fast, ja, je nachdem, nach den Sparbeträgen, aber die Differenz schon, dann schon größer als mal ein Prozent. Dann würde ich so eine, kann man so eine Sache natürlich doch schon machen. Ne? Also sagen wir es mal so, als Basisabsicherung, warum nicht? Ne? Du hast ja natürlich auch noch den Steuervorteil, der mit dazukommt. Und auf der anderen Seite würde ich dann auch trotzdem sagen, wenn es dir wirklich darum geht, Kapital aufzubauen, dann würde ich die Version wählen, die am günstigsten ist, am liquidesten ist und am transparentesten. Ne? Vielleicht muss man politisch korrekt auszudrücken. Aber wie gesagt, ich möchte auch gar nicht, also ich habe mich, also ich bin nicht grundsätzlich gegen dieses Produkt, weil es natürlich sinnvoll ist. Es gibt einen Grund, dass es Versicherungen gibt. Es gibt einen Grund, dass es Risikolebensversicherungen gibt. Und es gibt genauso guten Grund, dass man sagt, ich möchte mein Langlebigkeitsrisiko abdecken. Das ist absolut klar. Und wer sowas möchte, sollte sich auf jeden Fall mit der Thematik beschäftigen. Wohingegen ich auch denken würde, dass es tendenziell zu viele Leute gibt, die sagen, ich mache meinen Vermögensaufbau über die Versicherung. Einfach, weil sie keine bessere Alternative kennen, als die Leute, die sagen, mir geht es absolut darum, mein Langlebigkeitsrisiko abzusichern. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Das ist ein sehr gutes Thema. Vielleicht einfach nochmal Erfahrung aus der Praxis, ja, was ich mit meinem Team und bei uns, wir halt miterleben, dass erstmal vieles gar nicht bekannt ist, ja, was man an Optionen hat. Und es leider, wir hatten es im Vorgespräch hier gehabt, es immer noch Leute gibt, die da draußen eine sogenannte klassische Rentenversicherung abschließen mit vielleicht sogar einem Festzins ohne irgendeine Investition in Fonds, Aktien, ETFs zu horrenden Kosten. Ja, und selbst wenn vielleicht eine Police abgeschlossen wird, und Leute, versteht mich nicht falsch, jeder hat ein anderes Sicherheitsbedürfnis, ja, aber wenn halt jemand, der eigentlich kein so ein krasses Sicherheitsbedürfnis hat, dann eine Police abschließt mit einer 100% Beitragsgarantie, dann war das kein adäquates Produkt. Und dann geht viel Rendite halt drauf aufgrund dieser Garantie. Und die Leute bei uns und ich selbst auch haben in vielen Fällen, die haben halt schon einen ETF-Sparplan, also sagen, das ist einfach mein Vermögensaufbau. Das ist mein Berg Kohle, den ich dann irgendwann habe und mit dem kann ich dann machen, was ich will. Vielleicht nehme ich da einen Teil für meine Altersvorsorge, aber ich will diese, ich glaube, du hast es so gut beschrieben, als solide Basis, die ich halt noch irgendwie haben will, wo ich meine gesetzliche Rente aufstocke oder sonst was. Und da will ich einfach, dass das safe ist, dass das monatlich kommt, dass das lebenslang kommt und dass ich halt aber auch eine gute Rendite raushole mit wenigen Kosten. Und ja, Leute, es gibt da draußen, und da vielleicht auch nochmal ein Hinweis, wenn ich immer mal wieder so Berichte lese, ja, zu irgendwelchen Finanzprodukten, die dann, durch den Kakao gezogen werden. Ihr dürft nicht vergessen, dass da tendenziell natürlich immer die Produkte hergenommen werden, die halt horrende Kosten haben. Da wird nicht das Produkt hergenommen, was wirklich am optimalsten eigentlich wäre, sondern da wird natürlich das Produkt genommen, das man schön zerlegen kann. Das dürft ihr nicht vergessen und ihr dürft das nie verpauschalisieren und verallgemeinern. Das ist ganz wichtig. Jetzt haben wir die ganze Zeit über ETF-Sparplan gesprochen, ETF-Rentenversicherung. Vielleicht können wir noch ganz kurz in die Richtung, ich weiß, vielleicht Steuer noch ganz kurz, weil das Thema wird wahrscheinlich viele beschäftigen. Kann es kurz erklären. Du hast bei einer ETF oder allgemein bei einer privaten Rentenversicherung, einer vorgebundenen Rentenversicherung, hast du natürlich später einen gewissen Steuervorteil, wenn das Produkt mindestens 12 Jahre gelaufen ist und das nicht vor deinem 62. Lebensjahr die auszahlen lässt, dann hast du nur eine Besteuerung auf 50% der Gewinne mit deinem dann später gültigen Steuersatz. Wenn du das auf einmal auszahlen lässt und wenn du das monatlich verrenten lassen lässt, dann ist die Steuerlast nochmal geringer. Das ist natürlich, wenn man das jetzt einfach nur isoliert betrachtet, ein Vorteil gegenüber einem reinen Aktien- oder ETF-Sparplan, weil halt immer komplett in der Regel, gibt natürlich auch hier die eine oder andere Ausnahme, die Kapitalertragssteuer fällig wird. Nur würde ich halt nicht, also ich sehe den Vergleich hier immer ein bisschen schwierig, wenn jetzt jemand sagt, mach das jetzt halt einfach, weil der Steuervorteil besser ist. Das stimmt in meinen Augen halt auch nicht ganz, weil, und das bringt mich halt zu dem Punkt Vermögensaufbau, den wir vorhin schon hatten, da fällt das halt auch weg, ja, mit diesem Steuervorteil. Wenn du das zum Beispiel vorher killst, ja, deine Rentenversicherung vorher killst, bevor diese 12 Jahre oder dieses 62. Lebensjahr erreicht ist, ja, dann macht das natürlich überhaupt keinen Sinn in dem Fall. Was man an der Stelle vielleicht noch erwähnen muss, ist, wenn du ein ETF besparst, also reine Aktien-ETFs, hast du ja auch 30% Freistellung, Teilfreistellungsquote von
30% oder 70, nee, sorry, 70% hast du freigestellt von den Kapitalerträgen. Das ist jetzt neu mit dieser, seit 2018. Und wenn du es in der Versicherung hast, musst du hier, hast du hier, glaube ich, nur 15% Freistellung, wenn ich mich da nicht irre. Also da musst du, also da muss man halt drauf achten. Also über den Versicherungsmantel hast du nicht den kompletten steuerlichen Vorteil. Ja, also es ist dann halt an der Endbesteuerung. Also ich weiß, was du meinst, ja, und das ist, also mit der neuen Regelung, sage ich ganz ehrlich, das ist super komplex geworden und deswegen würde ich ja zum Beispiel auch nie hingehen, jetzt nicht nur wegen der Komplexität, sondern zu sagen, mach das, weil Steuer, ja, ist in meinen Augen einfach kein Argument, was hier in der Regel halt sinnvoll ist. Selten eine gute Idee, was nur wegen der Steuer zu machen, klar. Ich meine, im Endeffekt, wie gesagt, muss ich halt angucken, investiere ich, weil ich ein Vermögen aufbauen will, weil ich Rendite erzielen will, dann sollte man halt das wählen, was dafür am besten geeignet ist. Dann spielen Steuern natürlich mit rein, denn alles, was ich versteuern muss, reduziert meine Rendite. Das ist, im Endeffekt ist die Steuern wie Kosten, kann man eigentlich genau gleich behandeln. Und oder bin ich auf der Seite und möchte mich irgendwie versichern und möchte so Dinge wie Langlebigkeitsrisiko, Berufsunfähigkeit und Co. absichern. Ich denke, das ist die erste Frage, die man sich stellen muss. Und dann, je nachdem, in welchen der beiden Blöcke ich drin bin, gibt es dann weitere Entscheidungskriterien. Wie zum Beispiel, was ist die günstigste Variante, wie bin ich maximal diversifiziert? Genau, das würde ich so unterschreiben. Vielleicht kann ich es oder darf ich es nochmal zusammenfassen und dann kannst du nochmal sagen, ob du das jetzt vielleicht auch so in Anführungsstrichen siehst oder unterschreiben würdest. Wir haben jetzt diese zwei Welten hoffentlich irgendwie ein bisschen erklären können und in Anführungsstrichen vergleichen können. Es gibt sowohl... Vielleicht sagst du, sorry Bastian, dass ich unterbreche, vielleicht sagst du uns nochmal, warum, also in welchem Fall, das hast du mir eben auch schon mal gesagt und das ist, glaube ich, sehr einleuchtend, in welchem Fall du keine ETF-Rentenversicherung abschließen würdest. Klar, das war das. Weil ich glaube, das hat jetzt in unserem Gesamtausfassung... Super gerne. Also ich würde jetzt keine abschließen, wenn mein Ziel wäre mittelfristiger Vermögensaufbau. Ja? Diese 15, 20 Jahre, das ist einfach zu kurz und da kommt dann, wenn du halt noch nicht dieses 62. Lebensjahr erreicht hast, spielt dann halt dieser steuerliche Vorteil dann auch keine Rolle mehr, weil du den dann in dem Fall halt einfach nicht hast. Und auch, wenn es wirklich darum geht, Vermögen aufzubauen, also wirklich Vermögen, Summe X, die du irgendwann haben möchtest und nicht den Plan hast, wirklich nicht den Plan hast, davon dir lebenslang monatlich irgendwie eine Rente zahlen zu lassen, dann würde ich halt in der Form tatsächlich auch keine Rentenversicherung empfehlen. Mir ist bewusst, es gibt mit Sicherheit die eine oder andere Ausnahme, wo dann das auch Sinn machen kann und es vielleicht, wenn man das genau hin und her rechnet, da dann halt ein paar Euro vielleicht dann doch mehr rauskommen beim Versicherungsmantel, je länger die Laufzeit ist, dann rechnet sich das halt irgendwo mehr. Aber ich würde jetzt mich einfach mal hinstellen und würde sagen, dass das eben nicht die Regel ist. Ja? Und für den reinen Vermögensaufbau, sowas wie ein Aktiensparplan, ein ETF-Sparplan, sinnvoller ist aus den von dir genannten Gründen, niedrigere Kosten und dadurch einfach höhere Rendite und die Flexibilität, die du einfach hier hast. Liquidität, ja. Was vielleicht noch, und sorry, ganz abschließend hinzukommt, was ich bei Versicherungen ein bisschen tricky finde, ist, wenn man sich mal die Statistiken vom Bundesverband Deutscher Versicherer oder Versicherten, einer von beiden, ich weiß nicht, wenn man ihn anguckt, dass wirklich die Mehrheit oder die allerwenigsten Lebensversicherungen auch über die komplette Laufzeit durchgezogen werden, was ja eine Voraussetzung dafür ist, erstens mal, um die Steuervorteile zu haben und zweitens, um überhaupt davon zu profitieren, also von dieser Langlebigkeitsrisikoabsicherung. Ja, das ist ein großes Problem der Deutschen. Ich bin mir aber auch sicher, dass sehr viele ihren ETF-Sparplan nicht durchziehen, nur gibt es vielleicht da nicht so eine Erhebung in der Form. Aber das ist ein grundsätzliches Problem. Du hast aber keinen Nachteil dadurch, bitte? Also keinen finanziellen Nachteil. Du hast keinen finanziellen... Nicht, das war gerade kurz, einfach nur kurz weg. Also nur verzögert, okay. Du hast aber keinen finanziellen Nachteil dadurch, dass du deinen ETF-Sparplan auflöst. Bei der Versicherung ja schon, weil du zahlst ja die ersten 5 Jahre Kosten, das heißt, du startest ja schon im Negativen. Das ist halt so, deswegen ist es bei der Versicherung halt so wichtig, wenn du dich dafür entscheidest, das Ding durchzuziehen, ansonsten hast du für was bezahlt. Ja, und das muss aber halt immer das Ziel sein. Also wir brauchen nicht anfangen, du brauchst nicht anfangen, wenn das nicht dein Ziel ist, das Teil durchzuziehen. Ja, das ist einfach der Fakt, weil es dann einfach deine Existenz in der Zukunft, darum geht's. Und da sind halt tatsächlich... wenn ich das mitkriege, das macht mich traurig, weil halt da gewisse, vielleicht fehlt die finanzielle Bildung, vielleicht fehlt die letzte Konsequenz, das mal durchzudenken, was das jetzt heißt, wenn man vielleicht seinen ETF-Sparplan vorzeitig auflöst, um in Urlaub zu fahren,
oder seine ETF, seine Rentenversicherung kündigt, weil man halt einfach nur gerade den Rückkaufswert sieht und sagt, ach, guck mal hier, Malediven-Wert's nice, habe ich verdient. Was das für langfristige Auswirkungen hat, wenn du dann halt so ein paar Jahre wegschmeißt, Zinseszinseffekt etc. Und das ist statistisch, das ist einfach richtig, dass viele das einfach bis zum Ende nicht durchziehen. Und das ist ein Riesenproblem, was mitunter halt leider dann auch in vielen Fällen zu einer Altersarmut führt und in Zukunft wahrscheinlich noch mehr führen wird. Und das führt uns halt auch wieder zu dem Punkt, warum wir hier eigentlich diskutieren. Wenn du vorhast, Altersvorsorge zu betreiben, einen Vermögensaufbau zu betreiben, musst du dich am Ende des Tages mit auseinandersetzen. Erstens, was ist dein Ziel und wie kannst du dein Ziel für dich am besten erreichen? Ja? Und dann wägst du die Optionen ab und guckst, dass du dann in der Schiene, in der du bist, das für dich Beste halt auswählst. Und nur so geht's. Und dann musst du es aber halt durchziehen. Und das ist, glaube ich, so in der Konsequenz das Wichtigste hier nochmal. Ja, das war eigentlich das, was ich vorhin angefangen habe, glaube ich, mit dieser Zusammenfassung zum Thema. Vielleicht probieren wir es nochmal ganz kurz. Zusammenfassung heißt, wir beide sind uns einig im Bereich Vermögensaufbau, wo man eine Summe X irgendwann zur Verfügung haben möchte. Da macht eine private Rentenversicherung, eine Lebensversicherung, weiß der Geier, wie man das Teil betiteln möchte, relativ wenig Sinn. Meistens, es macht einfach keinen Sinn. Möchte man jetzt für sich Altersvorsorge betreiben und hat für sich das Sicherheitsbedürfnis, ich möchte, dass das lebenslang läuft, ich möchte, dass ein gewisser Komfort mit dabei ist, Ablaufmanagement, dass ich mich um wenig kümmern muss, die Kosten natürlich auch niedrig sind, ja, dann wird es Leute geben, die sagen, ja, sowas wie eine ETF-Rentenversicherung passt halt einfach genau für mich. Und es wird aber auch wieder Leute geben, die sagen, du, ich habe mir das angeguckt, ja, ist jetzt nicht meine Welt. Ich mache das eher so, wie vielleicht von dir beschrieben, und mache das einfach rein über meinen Aktien- und ETF-Sparplan. Und dann ist das auch cool. Und die letzte Botschaft ist halt, und das ist das, was ich halt tatsächlich in der Community auch immer wieder sehe oder in Facebook-Gruppen oder unter YouTube-Videos, pauschal dann zu sagen, du musst das jetzt so machen, das ist halt nicht nur falsch, es ist auch gefährlich. Weil wenn jemand dann auf einmal so einen ETF-Sparplan macht zum Beispiel und einfach nicht den Hauch einer Ahnung hat, was er da eigentlich macht und wieso er das macht und was das auch für Konsequenzen hat, irgendwann mal später, ja, und nicht dran denkt zum Umschichten, weiß der Geier, dann ist das natürlich super gefährlich und die anderen Konsequenzen oder Probleme gibt es natürlich auch bei anderen Produkten. Und das Pauschale, ich hoffe, das haben wir rüberbringen können, Thomas, das ist halt das Gefährliche. Das ist halt pauschal nicht möglich ist, weil jeder ein anderes Sicherheitsbedürfnis hat, jeder hat andere Präferenzen, jeder hat andere Ziele und danach muss man dann halt schauen, wie man wo was platziert an Produkten. Zunächst, genau. Okay, prima. Also ich hoffe, in dem Video war Mehrwert mit dabei. Ich hoffe, es hat nicht zu sehr genervt. Wir haben das Ganze hier halt live gestreamt und mit dazu aufgenommen. Da hast du halt ab und zu mal einen Aussetzer oder sonstiges mit dabei. Schreibt euer Feedback in die Kommentare, ja? Vielleicht habt ihr noch andere Argumente für den ETF-Sparplan oder aber auch für die ETF-Rentenversicherung. Vor allem, wie habt ihr das selbst gelöst? Ja? Das einfach mal hier unten reinschreiben. Finanzfluss ist auch verlinkt. Wenn du ihn noch nicht kennst und noch nicht abonniert hast, einfach abonnieren. Super Finanzwissen, breit gestreut. Und ansonsten sage ich nochmal vielen lieben Dank, Thomas. Vielleicht machen wir in Zukunft noch ein paar andere Videos zusammen. Würde ich mich freuen. Und jetzt werden wir hier auf Twitch noch ein paar Fragen beantworten. Ciao, ciao. Danke dir, Basti.